Tesla gibt Patente frei und die WM ist eröffnet. Das ist Marty, ich bin Hatti. Und das hier sind die Was geht ab Flash News. Die ISIS hat die Stadt Jawala im Osten des Iraks sowie die Stadt Jalula, die rund 125 Kilometer nordöstlich von Bagdad liegt, besetzt. Damit rücken die Kämpfer immer weiter nach Bagdad vor. Die USA haben deshalb am Donnerstag hunderte US-Bürger evakuiert. Obama kündigte außerdem an, dass er eine militärische Intervention im Irak nicht ausschließt, um die Extremisten zu stoppen. Auch der Iran will die irakische Regierung unterstützen. Das versprach der iranische Präsident Hassan Rouhani dem irakischen Ministerpräsidenten Nouri al-Maliki bei einem Telefongespräch. Bereits am Dienstag wurde die zweitgrößte irakische Stadt Mosul sowie die umliegende Provinz Ninive von der ISIS eingenommen. Die ISIS ist eine dschihadistisch-salafistische Organisation, deren Ursprung bei Al-Qaida liegt. Sie will einen Gottesstaat errichten, der Jordanien, Israel, die palästinensischen Autonomiegebiete und den Libanon umfasst. Seit gestern Abend ist Sven Heibel nicht mehr im Landesvorstand der Jungen Union Rheinland-Pfalz. Grund für seine Entlassung ist ein homophober Facebook-Post. Heibel hatte geschrieben: Vor 20 Jahren wurde die Strafbarkeit der Homosexualität § 175 Strafgesetzbuch abgeschafft. Ich weiß nicht, ob das ein Grund zum Feiern ist. In einem Seminar fragte mich mein Strafrechtsprof mal, ob dies mein Ernst sei. Ich sagte natürlich, klar. Zurzeit ist Heibel noch Oberbürgermeister von Herschbach. Dieses Amt muss er aber sowieso bald abgeben, weil er die Wahl verloren hatte. Die CDU-Kreisvorsitzende Gabi Wieland meinte, dass Heibel aller seiner Ämter enthoben wird, wenn er nicht selber Konsequenzen zieht. Unklar ist noch, ob er auch seine Parteimitgliedschaft verlieren wird. Heibel verteidigte seinen Post damit, dass er niemanden diskriminieren wollte. Er könne es aber nicht verstehen, warum Homosexualität in der Gesellschaft so glorifiziert werde. Schließlich könne es doch nicht unser Leitbild sein, dass möglichst viele Kinder schwul werden. Alle unsere Patente gehören euch. Das schrieb Elon Musk, der Chef des Elektroautoherstellers Tesla, gestern in einem Blog. Er kündigte an, dass Firmen zukünftig Teslas Technologien verwenden können, ohne mit einer Patentklage rechnen zu müssen. Musk erklärte, dass die Patente Tesla ursprünglich davor schützen sollten, dass die großen Automobilhersteller sie kopierten und Tesla vom Markt verdrängten. Das sei aber nicht der Fall. Vielmehr sei die Produktion von Elektroautos erschreckend niedrig. Da Tesla nicht genug Elektroautos produzieren könne, um den Klimawandel aufzuhalten, entschied man sich zur Freigabe der Patente. Tesla ist momentan der führende Hersteller für Elektroautos. Ihr aktuelles Ziel ist es, 500.000 Autos im Jahr zu produzieren. Das WM-Eröffnungsspiel wurde von Demonstrationen in Sao Paulo und Rio de Janeiro überschattet, bei denen es teilweise zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam. Aber auch auf dem Platz gab es Streit wegen eines Elfmeters. Der brasilianische Stürmer Fred war im kroatischen Strafraum gefallen. Der kroatische Abwehrspieler Dejan Lovren hatte ihn jedoch nur leicht berührt und nicht gefoult. Trotzdem entschied der Schiedsrichter zugunsten Brasiliens und pfiff Elfmeter, den Neymar ausführte und versenkte. Brasilien gewann das Spiel mit 3:1 gegen Kroatien. Brasiliens Trainer Luis Felipe Scolari verkündete bei der Pressekonferenz, dass dies die richtige Entscheidung war. Der kroatische Trainer Niko Kovac sah das anders und deutete an, dass die Schiedsrichterentscheidung aus Willkür gefällt wurde. Findet ihr es richtig, dass Heibel seines Amtes enthoben wurde? Was haltet ihr von der Patentfreigabe? Und wie steht ihr zu dem Elfmeter? Eure Meinung wie immer in die Comments. Übrigens gibt es morgen wieder den Flashback, in dem wir die Themen zusammengefasst haben, die ihr diese Woche am heftigsten diskutiert habt. Da drüben gibt es noch zwei Videos für euch und unter Hati könnt ihr Was geht ab abonnieren. Unter Marty kommt ihr zu Texcalibur und die Social Medias und unsere Kanäle verlinken wir euch in der Infobox. Das ist vollkommen richtig. Das waren die Was geht ab Flash News. Und wir sind weggeflasht.